Ich lese das Solinger Tageblatt vom 30. September 2019, Montag, 19. Montag, 30. September 2019. Wie immer interessiert mich vor allem der Lokalteil. Auf dem Titelblatt heißt es: Solingen, wie das U-Quartier aussieht, verrät Rundgang. Es geht um Olix. Per VR-Brille schauen Olixer ins kommende U-Quartier. Am Samstag gab es für Besucher der Sparkassenfiliale Olix Markt die Möglichkeit, in den Monat Dezember im Jahr 2021 zu reisen und das fertige O-Quartier zu begutachten. Wie es dort aussieht, das konnten Sie in einem virtuellen Rundgang erfahren. Organisiert hatte das die Sparkasse, die auch Aktuelles zur Vermarktung verriet. Engpass auf Hildener Straße sorgt für Staus, ist wieder Olix. Seit mehr als einem Jahr wird auf und an der Hildener Straße gebaut. Das sorgt auch weiter für Staus, besonders dann, wenn sich LKW und Busse begegnen. Doch damit ist bald Schluss, erklärt die Stadt. Dann Tausende feiern Waldleuchte. Zur großen Freiluftgaststätte wurde die Friedrich-Ebert-Straße bei Waldleuchtet. Ist auch immer noch nicht der richtige Bezirk. Die Besucher waren zahlreich gekommen. Sie wurden nicht enttäuscht. Viele Künstler traten beim Spektakel auf. Friesheimer anders um Jahreszeit. So. Kurz ist der große Wahlsieger. Mit gewaltigem Abstand gewinnt der ÖVP-Chef die Parlamentswahl in Österreich. FPÖ und SPÖ verlieren, die Grünen feiern. Sebastian Kurz mit seiner Freundin Susanne Thier. Ja, Foto DPA. Da hat einer mit Bildbearbeiter noch ein bisschen was rausgeholt, damit er noch hübscher wird. Es ist kaum zum Anschauen. Ich zeige das mal. So, Titelbild ist Fußball. Dann irgendein Scheiß zu Unfällen und Experten. SPD-Nachrichten interessieren eh keinen. Der schwierige Weg zur eigenen Wohnung. Ich habe zum Glück eine. Kurz, der Kanzler ohne Konkurrenz. Die FPÖ interessiert auch kein Schwein. Herbert Kickl. Ach, Sie haben einen neuen. Karikatur ist auch scheiße. AKK und Merkel. Und AKK ist Annegret Kramp-Karrenbauer. Ich habe die Frau nur einmal kurz live gesehen in letzter Zeit. Und der letzten Zeit ist auch schon über 12, 13 Jahre. Neuer Dienstleister für VR-Ticketverkauf. Wofür der VR jetzt zum Ticketverkauf einen Dienstleister braucht, ist mir auch nicht klar. Großer Artikel über die SPD. Wie links darf es sein, Genossen? Ganz hat sich in
spielen. So. In Auf der Höhe brennen 20 Strohballen. Das Interessante ist, es gibt nur ein Symbolfoto anstatt die 30 brennenden Strohballen, 20, Entschuldigung, 20 brennenden Strohballen. Um so richtig. Naja, Standpunkt gut für Solings Ruf. Und dann geht es um die Fahrbahndecke. So, und dann gibt es das O-Quartier. Das O-Quartier sieht überall aus wie das O-Quartier. Ich kann mal gerne das hier zeigen. Ich glaube, in Düsseldorf habe ich das O-Quartier auch schon gesehen. Hier bitte. Der Berliner Baukonzern Condor Wessels investiert rund 85 Millionen Euro in 308 Wohnungen auf dem Olbo-Gelände. Die Sparkasse vermittelt insgesamt 60 Eigentumswohnungen. 308 Wohnungen werden auf dem Olbo-Gelände fest. Im Grunde muss man nochmal nach Ohligs fahren, um sich das mal anzusehen mit der Baukasse. 308 Wohnungen. Verkehrsfoto. Zum Kommentar. Neumarkt. Okay, das ist hier in Hirschheit. Neumarktstreit endet in Messerstich. Samstagabend gegen 23 Uhr wurde die Polizei zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Neumarkt gerufen. Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, habe es zwischen zwei der Polizei bekannten Solingern einen Streit gegeben. Den zur Hilfe gerufenen Beamten wurde der Zutritt verwehrt. So verschafften sich die Beamten gewaltsam Zugang in die Wohnung. Dort stellte sich für die Polizei dieses Bild dar. In den Wohnräumen war ein Mann offensichtlich von einem Kontrahenten mit einem Messer am Hals schwer verletzt worden. Die genauen Tatumstände sind Bestandteil der bereits laufenden Ermittlungen. Der verletzte Mann wurde durch die Rettungssanitäter der Feuerwehr. Ich frage mich immer, wie man jemanden am Hals verletzen kann. Und wieso das nicht sein. Wenn ich ein Messer hätte, wäre das so ungefähr der letzte Ort, wo ich hinstechen würde. Wurde von Rettungssanitätern der Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht, während der mutmaßliche Täter in Polizeigewahrsam gebracht wurde. Lebensgefahr bestehe für den Verletzten nicht, teilt die Polizei am Morgen nach einem Stich in den Hals. Besteht keine Lebensgefahr.
wann auch immer Lebensgefahr besteht. Teilt die Polizei am Morgen nach der Tat mit, die Kripo könne zu Ergebnissen der Ermittlungen noch und den Hintergründen noch keine Auskunft geben, dafür sei es noch zu früh. Wenn ich mir dazu die 20 brennenden Strohballen auf der Höhe angucke und das O-Quartier mit den 308 Wohnungen auf dem Olbo-Gelände, die da mal so hier nichts entstehen, 308 Wohnungen, Sparkasse vermarktet 60. Jetzt kommen mir wirklich Zweifel an der Zeit. Mal gucken, ob es noch besser geht. Weil leuchtet das Fotos zu. Satire, du präsentiert einen Abend in Moll. Da gibt es hier neulich so Doku von Sonja Tagebett. Auch was, was ich nicht nutzen werde. Hier wird heute geblitzt. Beirat wählt neuen Vorstand. Beiräte sind auch so eine ganz tolle Sache hier. Bezirksbürgermeister Richard Schmidt, SPD, öffnet schon Spielplatz an der Henri-Dunant-Straße. Henri-Dunant. Was nicht alles gibt hier. Naja, so. Ich bin immer noch bei dem, ich lese nochmal vor, wie viele Wohnungen da entstehen. 308 Wohnungen auf dem Olbo-Gelände, die entstehen und der Sparkasse die 60 davon vermarktet, 60 Eigentumswohnungen. Wie gesagt, nee, 308 Wohnungen auf dem Olbo-Gelände in Solingen, Olix, und das ist der Berliner Baukonzern Condor Wessels. Und in auf der Höhe haben 20 Strohballen gebrannt. Und jetzt